Und damit herzlich willkommen zurück zu Force of Nature 2. So, ich habe jetzt alle Ressourcen gemacht und gesammelt, damit wir hier, also wir haben jetzt alles, ja, hier ist alles drin. Wir haben auch noch Kartoffeln ohne Ende. Und jetzt bauen wir uns mal diesen Alchemietisch. Ich weiß gar nicht, wo wir den hinmachen sollen. Warte mal. Vielleicht hier so neben. Hier neben den Entdeckertisch. Passt nicht. Mhm. Ah, das ist ein Problem. Warte mal kurz. Das ist ein Problem mit dem Platz. Vielleicht machen wir Alchemie lieber hier neben das Beet. Zum Wasserfilter. Könnt ihr mir vorstellen, dass das, was bringt? Ansonsten müssen wir den nochmal umsetzen. Ich stelle den jetzt hier hin. So. Bitte zusammenbauen. Ich glaube, das geht schneller, wenn ihr das beide tut. Und dann können wir uns endlich Fackeln bauen. Bin gespannt, was wir dafür benötigen. Damit wir dann die verlassene Mine erforschen können. Die scheint auch nicht so ungefährlich zu sein. So, gleich haben wir es. Dann haben wir hier noch ganz viel Prüll drin, den wir natürlich nochmal wegpacken müssen. Das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Aber vielleicht für die Fackeln. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Bin sehr gespannt, was wir jetzt noch alles machen müssen. Wieso, warum fehlt hier so ein... Ah ne, ich dachte gerade, da fehlt was. Alles gut. Wir bauen weiter. Sehr, sehr nice. Ich mag das Spiel immer noch sehr. Gut. Sieht ganz cool aus, ne? Der Tisch. Echt schön. Schön. Guck mal hier, wie mit wie viel Liebe das Ganze gestaltet ist. So, Nitroglycerin. Oh mein Gott. Mhm. Okay. Ja, okay. Schwarzpulver. Da haben wir wahrscheinlich auch bald ein paar Schusswaffen. Granate. Sicherungskabel. Ah ja. Salz aus Meerwasser. Dynamit. Fackel. Ich könnte wetten, dass wir die Fackel schon irgendwo hatten. Oder? Naja, gut. Wir nehmen die Kampffackel. Dafür benötige ich Schwefel. Oh nein. Dafür benötige ich Schwefel. Sackleinen. Dafür benötige ich einen Webstuhl. Moment. Dafür brauche ich auch... Egal, ob ich diese Fackel baue oder die Fackel baue, das macht keinen Unterschied. Okay, also. Wir brauchen noch einen Webstuhl. Ne, wir haben Schneidertisch. Wir können dort Sacklein machen, ne? Warte, warte, warte. Das muss ich kurz eruieren. Gott, geht das schnell los. Schneidertisch. Haben wir den Level 2? Ja. Okay. Dafür brauchen wir Sackleinenreste. Wird von bestimmten Gegnern als Drop fallen gelassen. Ja, cool. Habe ich nicht. Wo soll ich das denn jetzt herkriegen, Leute? Lederreste. Wir haben keinen Sackleinen. Oh no. Krieg ich das hier raus? Leute, wo kriege ich den Kram denn jetzt her? Also nix. Nix Fackel. Schneidertisch oder Webstuhl? Ja, da können wir dann direkt diese Sachen bauen, aber... Zimmerei... Ach du Scheiße. Habe ich das schon? Ja, das habe ich schon.
Ich habe keine Ahnung, wo wir das herkriegen sollen. Also Webstuhl können wir bauen. Vielleicht haben wir im Webstuhl noch eine andere Option. Ich meine, wäre es jetzt wirklich wert, sage ich mal so. Lass uns mal gucken, ob wir. Ich baue mal noch mal ein paar Nägel. Lass mal gucken, ob wir, wenn wir den Webstuhl bauen, gegebenenfalls eine andere Option bekommen, um Sackleinen zu bauen. Das testen wir jetzt mal. Ich mache den mal genau daneben. Aber ich befürchte, es muss irgendwie einen anderen Weg geben, weil wir haben noch keine Gegner gefunden, die diese Stoffstücke abwerfen. Wir haben noch nichts gefunden. Wir hatten jetzt nur diese nackigen Ratten und diese anderen Typen, die da irgendwie Kupfer und irgendwelche Reste von Schilden und so weiter abwerfen. Aber noch nichts, was irgendwie Stofffetzen abwirft. Es muss einen anderen Weg geben. Wolle. Yes! Leute, yes, wir sind wieder dabei. Warte, warte, warte. Wolle, Wolle, Wolle habe ich irgendwo. Wo ist denn die Kacke jetzt? Da. Einmal Wolle, das ist viel zu wenig. Was braucht unser Schaf dafür? Was möchtest du gerne haben? Weizen. Das ist kein Problem. Wasser bekommst du auch. Ich hole mal hier eben schnell das Wasser. Setze mal ein bisschen was für dich auf, Schatzi. Und dann kriegst du hier noch das da. Und dann machen wir schön Wolle. Dann gucke ich mal, während das Wasser hier produziert wird am Webstuhl, bleib stehen. Machen wir jetzt Sackleinen. Die Frage ist, wie viel benötige ich für eine einzige Kampffackel? Fünf. Also nochmal viermal Wolle. Okay, alles klar. Nice. So, Schaf, komm her. Komm ran. Geh los. Mach mir Wolle. Noch viermal. Alter Vater, ey. Wow. Was haben wir hier noch Neues? Baumwollstoff, alles klar. Ja, okay. Eisstoff. Was ist denn Eisstoff? Eisverarbeitung? Gab es hier ein Update oder? Also gefühlt wird das immer mehr hier drin, ne? Schatzi, gib mir deine Wolle. Unbedingt, komm. Let's go. Okay. Jo, dann machen wir jetzt hier ein bisschen Sacklein. Gott sei Dank geht das auf die Weise. Das andere hätte jetzt nicht funktioniert. So, hier noch ein bisschen Wasser. Mann, 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 Mann. Ach so, wir brauchen übrigens auch noch Schwefel. Aha. Ja. Das bedeutet. Oh nein, wir müssen die Schwefelschmelze machen. Alchemie haben wir. Wo bist du denn, Schwefelschmelze? Hier. Ach du großer Gott. Sand? Okay. Kupferbahn, okay. Wir müssen schon wieder Krüge bauen und wir brauchen Stein. Das ist alles kein Problem. Das ist alles kein Problem. Kupferbahn haben wir. Krüge bauen. Alles klar. Krüge bauen. Noch mehr Krüge bauen. Gib mir das. Füttern. Halt. Was brauchte ich nochmal dafür? Habe ich schon wieder vergessen. Ach ja. Wie viel brauchen wir? Vier. Cool.
Wir hatten jetzt hier kein Zeug mehr. Nee. Hier ist noch Ton. Alles klar. Okay, ich hoffe, wir kriegen die Krüge hier alle noch durch. 4 Stück brauchen wir ja. Ich werde nochmal kurz Sacklein klar machen. So. Was macht der Geist jetzt bitte? You ready? Es ist ein riesiges Gefummel, aber gut. Halt. Nein, war richtig. So, weiter. Haben wir 3? Einen noch. Einen Krug noch? Okay. So. Dann. Schwefelschmelze. Okay, Sand. Wir brauchen Sand. 5 ist zu wenig. Stein. So, dann haben wir Stöcke und Bretter brauchen wir, glaube ich. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Das kann auch rüber. Das kann rüber. Das muss ja eigentlich gar nicht rein. Das muss auf die andere Seite. Leder brauchen wir jetzt hier, glaube ich, auch nicht. Okay. So, dann holen wir mal das Ding ins Bummens ab. Wir brauchen immer noch mehr. Darf's nochmal machen? Wir haben jetzt noch 2. So, machen wir noch ein bisschen Sackleinen. Hier brauchen wir noch Stöcke, habe ich gerade weggepackt, weil ich doof bin. Okay, ich hole mal noch ein bisschen Sand. Vom Strand. Ja, sehr gut. Wie viel brauchen wir jetzt? 10. Haben wir? Okay. Dann noch die Stöcker. Kein Problem. Haben wir alles. Gib mir das. Boah, wir können jetzt wirklich eine Schwefelschmelze bauen. Ich werde wahnsinnig, Leute. Ich werde wahnsinnig. So, die stellen wir natürlich direkt hier hin. Neben die Mühle würde ich die jetzt stellen. Ach Gott, ist ja so klein. Wie süß. Ach, guck. Jo, dann machen wir die erst recht hier neben die Mühle. So. Okay. So, 100. Das 100. ins 1000. haben wir auch heute schon wieder richtig gut hingekriegt, ne? Haben wir hier oben noch ein bisschen Sacklein. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Schwefel schmelzen, I guess. Nehme ich hier mal so ein Pack mit. Ja, klar. Mhm. Sehr gut. Wie viel brauchen wir von den Dingern? Mal kurz gucken. Alchemietisch. Hallo. 5. Okay, das passt. Dann haben wir die Dinger. 5-mal Sacklein haben wir dann auch. 5 Bretter noch. Habe ich die nicht gerade ausgepackt? Brauchst immer genau das, was du gerade auspackst. Ganz wichtig. Ah, nee, habe ich nicht. Wir haben keine Bretter mehr. Okay, dann machen wir noch schnell ein paar. Let's go. So. Great. 2-mal Schwefel. Bretter am Start, werden gerade gebaut und dann haben wir das gleich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Glaube ich. Und dann können wir uns eine Kampffackel bauen. Und dann können wir los. Glaube ich. Also ich denke, wir können dann einfach los. Essen haben wir genug. Ausdauerzeug haben wir genug. Genug Stacks, Futter. Also so viel Futter brauchen wir jetzt nicht. Ich packe da den Kram gleich noch weg hier. So, das kann da alles rein. Das hier... wo habe ich denn das Weizenzeug? Strohzeug. Na gut. Brauchen wir aber erstmal die Kampffackeln, ne?
Rennt er noch mit? Boah, geil, jetzt machen wir das. Okay, her damit. Und dann können wir endlich gucken. Dann müssen wir aber nochmal ein Stück laufen. Aber hey, no problem. So. Darfst du gerne mithelfen übrigens, ne? Jetzt schneller. Oh, warte, warte, warte. Ich pack den ganzen Kram einfach schon mal weg. Dann kann der Geist das bauen und ich baue den. Ich hau den ganzen Scheiß hier jetzt rein. So, wir haben. Ich brauche 2 Stacks. Beziehungsweise nehme ich die beiden noch weg. Die beiden bleiben drinnen. Schwert, nämlich Sicherheitshalb, brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Das Schwert brauchen wir im Prinzip überhaupt nicht. So, dann haben wir hier noch ein Brettchen. Dann haben wir Erde, Sand, Gedöns. Leder und sowas. Und die Dinger hier, also produziertes Zeug, kommt denn da rein? Und das hier machen wir wieder rüber in die andere Kiste, wo ich jetzt nicht mehr rankomme. Doch, komme ich. Genau, das machen wir hier hin. So, Schwefel, Schmelze, Erz, Dingsbums lassen wir jetzt drinnen. So, okay, dann können wir jetzt nochmal rüberlaufen. Bin ich sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Essen haben wir. Habe ich die Fackel auch angezogen? Nein, auf keinen Fall habe ich die angezogen. Wo ist denn die jetzt? War ich zu schnell? Okay. Du! Oh ja! I love it! Okay. Oder? Also ich würde jetzt... warte, warte, warte. Ich pack mal den Bogen dahin. Brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Weil da eh nur noch 2 Pfeile sind. Kann ich das nicht irgendwie... Kann ich den nochmal kurz woanders hin machen? Auch kein Bogen. Schwert würde ich jetzt einfach mal drinnen lassen. Ja, das passt. Okay, dann können wir mal schön switchen. Ja, nice. Okay, gut. Dann let's go. Ich hoffe, wir haben alles. Und jetzt rennen wir uns wieder in Wolf. Oh, ich freue mich. So, let's go, let's go, let's go. So, es ist 7:30. Wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Damit wir jetzt ganz entspannt nochmal rüber können in die Mine, um dann in der verlassenen Mine... um dann in der verlassenen Mine Dinge zu tun. Ganz ehrlich, das erspare ich uns mal ganz kurz. Und überspringe das, bis wir an der verlassenen Mine sind. Bis gleich. Hui, wie von Zauberhand. Huch. Wie von Zauberhand sind wir jetzt an der verlassenen Mine. Krass, oder? Wir brauchen unbedingt Portale. Ich glaube, wir müssen wirklich Portale bauen, damit wir... Ich kann mir halt vorstellen, dass wir irgendwann später mehr Schwefel brauchen oder so. Und den ganzen Weg hierher zu laufen, das steht in gar keinem Verhältnis. Da müssen wir wirklich uns ein Portal bauen, um hier hin und her zu kommen. Ne? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also, jetzt let's fetch einmal rüber. Dann mal gucken. Mit unserer krassen Fackel. Oh mein Gott, das ist so gut einfach. Ich will nur wissen. Ich hoffe, wir können damit auch gut kämpfen. Das habe ich ja jetzt noch nicht getestet. Hallo? Ih! Was sind das denn für Dinge? Alter, was? Was ist das hier? Hallo? Okay, das sind auch so eine mutierten Nadelschweine. Und das andere? Mutierte Ratten oder was? Ich habe auch gehofft, dass die brennen, ne? Aber tun sie irgendwie nicht. Sie werfen Fleisch ab. Hallo. Die Fackel ist echt gut, ne? Na?
Okay, wir müssen etwas abbauen und ich sehe nichts. Doch, sie brennt irgendwie scheinbar doch ein bisschen. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, erstmal futtern, wir haben ja genug mit. So, wir haben hier auch eine Map. Ich bin mal gespannt, wie groß die verlassene Mine jetzt ist. Wir haben auf jeden Fall Schwefel. Ich habe ja die Hoffnung, ne, was heißt Hoffnung? Ich weiß nicht, ob das so cool wäre, wenn wir hier unten in der verlassenen Mine Eisenerz hätten. Naja, mal gucken. Hallo? Mit der Fackel ist man durchaus schnell am Start. Oh mein Gott. Oh, was ist das denn? Ein Teufel? Hä? Okay, hier ist garantiert ein Boss unten. Wenn er mir größer gefühlt. Na? Sonst so? Noch irgendwer? Hier. Ich bekämpfe euch alle. Aber ich mir vorstelle, jetzt den ganzen Weg nochmal wieder herzulaufen. Gar keinen Bock drauf. Oh mein Gott. Das ist gerade ein Flugteil. So, wir müssen mal ganz kurz weg. Das war jetzt doch ein bisschen heftig. Okay, krass. Krasse Nummer. Diese Devil-Dinger hier, aber die werfen halt auch nur Klauen ab, gefühlt. Also nichts anderes. Ach nein, Mist, falsche Taste. Nur Klauen. Okay, hier geht's noch lang. Ich hoffe, das Ding ist nicht so groß. Hoffe, hoffe, hoffe. Aber die Fackel ist definitiv cool. Die gefällt mir sehr. Ja, möchtest du? Wer möchte hier was von mir? Und wo? Oh Gott. Okay, stell doch mal zurück. Ist das hier? Was ist das hier? Ist das Stein oder ist das Schwefel? Aber kein Erz, ne? So, kurz nochmal locker 80-90% hoch. Nicht Prozent, sondern Leben. Einen futter ich noch, dann geht los. Okay. Oh Gott.
weiß gerade nicht. Also erstmal hier hin. Ich befürchte wirklich, dass das Ding wieder maßenweise groß ist. So, und hier gabelt sich das auch schon wieder. Boah, ach du Kacke. Das ist echt übel, ne? So, am besten immer prophylaktisch schon mal essen. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Bin etwas angespannt, merkt man gar nicht, ne? So. Oh Gott, das ist mir auch alles viel zu dunkel, wenn ich ehrlich bin. Hui, 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 hui. Aber das hatten wir ja in der anderen Mine auch immer, dass da so ein Riesenpulk immer kam und wir kaum überleben können. Da müssen wir halt ein bisschen strategischer vorgehen. Und weit sind wir denn jetzt hier? Das ist viel zu groß alles. Das gefällt mir nicht. Guck mal, hier sind wir jetzt schon. Dann gabelt sich das hier, hier, hier. Boah. Okay, naja. Ist halt so, ne? Ich könnte aber erstmal hier unten noch langlaufen. Also hier unten. Dass wir uns erstmal hier durch... Oh Gott. Durchwuscheln, wollte ich gerade sagen. Super Idee. So. So. Jetzt aber auch nicht weniger gefährlich hier vorne. Aber hier ist wenigstens mal ein Gang zu Ende. Okay, haben wir den schon mal abgearbeitet. Das ist sehr gut. Warte, warte, warte. Hier unten haben wir auch noch einen. Dann würde ich jetzt einmal hier unten runterlaufen. Uns hier mal so kurz durcharbeiten. Da gehen wir auch noch lang, aber erstmal hier ganz unten. Hier. Okay. Genau, hier lang. Oh Gott. Ja, kommt doch einfach alle. Gar kein Problem.
Ja. Okay. So, dann. Das ging ganz gut. Hier ist auch schwer eine Gabelung, ne? Gott sei Dank haben wir die Map. Ohne würde ich hier schon wieder verrecken. Aber sie brennen so ein bisschen, ne? So. Jetzt mal kurz gucken. Aha, hier gabelt sich das. Hier müssen wir uns wahrscheinlich durcharbeiten. Nehmen wir gerne mit. Komme ich nicht durch. Alles klar. Hier müssen wir dann ein bisschen mit. Aber das machen wir, glaube ich, zum Schluss. Aber wie man sehen kann, ist ja hier einfach nur ein Kupfervorkommen. Okay, alles klar. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann werden wir hier mal gucken und dann da oben gucken und mal gucken, was uns hier am Ende erwartet. Irgendwas muss ja hier noch passieren. Was das sein wird, erfahren wir gemeinsam. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Macht's gut. Ciao.